Genau, die beiden Trainer stehen jetzt hier neben mir und Markus Anfang erstmal herzlichen Glückwunsch. Ganz ehrlich, wie sehr haben Sie noch dran geglaubt, dass dieser Lucky Punch passiert am Ende? Ja gut, du glaubst ja immer bis zum Schluss dran, dass du ein Spiel gewinnen kannst. Aber ich glaube, heute haben wir halt ein Spiel gesehen, wo viele lange Bälle waren, wo viele zweite Bälle waren, wo es halt viel darum ging, auch die Bälle zu erkämpfen. Es waren viele Fehler, es war viel Hektik drin. Und ja, wir haben drei Pfostenschüsse oder Lattenschüsse insgesamt gehabt. Aue hatte zwei, wir haben einen gehabt. Wir können, glaube ich, 1-0 in Führung gehen, können aber dann auch Ausgleichstreffer bekommen. In der zweiten Halbzeit hat der Drille dann gut gehalten. Waren wenig Chancen insgesamt, viele Standardsituationen. Und ja, und da war klar, irgendwann wirst du vielleicht mal eine Konteraktion auch haben, weil bis dato hat Aue immer auf Konter gelauert. Und ja, und dann sind wir in die Situation reingekommen und wir freuen uns darüber. Ja klar, es hat sich entladen in totale Euphorie und im gleichen Moment natürlich auf der Gegenseite. So ist es halt nun mal im Spiel. Hat sich das ja eher in Frust, Ärger. Wie ging es Ihnen nach diesem Gegentor? Ja, ist natürlich für uns sehr, sehr bitter heute. Ja. Sehr, sehr bitter, weil wir ein ganz, ganz starkes Spiel heute gemacht haben. Die Mannschaft war sehr präsent. Ich denke, ist so aufgetreten, wie du ein Derby spielen musst. Und haben uns aber leider nicht belohnt. Torchancen waren mehr als genügend vorhanden. Das Pech mit dem Pfosten-Lattenschuss natürlich auch. Und deswegen sehr, sehr schade heute, dass sich die Mannschaft für diesen Auftritt nicht belohnt hat. Ja, wie sehr ärgert Sie das dann, wenn dann die Fans so aufgebracht sind und schimpfen, obwohl man ja gesehen hat, dass Aue wirklich eine gute Leistung vollbracht hat? Also, wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man genau gesehen, dass unsere Fans uns brutal unterstützt haben. Vor allem auch nach dem Spiel, ne? Weil sie schon, ein Fan hat immer ein Gespür. Ob aber es gab so ein paar Einzelne, die, ja, die gegen Sie, gegen die Mannschaft natürlich dann völlig, ein bisschen was gerufen völlig haben. Völlig normal, alles gut, das gehört ja dazu. Das ist jetzt nichts Neues, ne? In so einer Situation, wenn du eben schlecht startest von den Punkten her. Aber es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung und dieser Auftritt heute meiner Mannschaft stimmt mich sehr positiv. Markus Anfang, wie haben Sie denn den Gegner heute, die Gastgeber, gesehen? Haben Sie auch so selbstbewusst und mutig erwartet hier im Derby? Ja, es ist halt eine Mannschaft, die gegen Saarbrücken schon sehr tief gestanden hat und im 4-4-2 dann viele Bälle wegverteidigt hat und viele erste, zweite Bälle gespielt hat. Und da war es klar, dass sie darauf warten, dass sie uns im Prinzip auskontern. Und das haben sie halt auch versucht, haben dann nochmal umgestellt auf eine Dreierkette gegen uns. Wir sind dann schwer hinter die Kette gekommen, haben uns das Spiel überlassen und haben auf Konter gesetzt. Und natürlich dann durch viele lange Bälle immer wieder nachgerückt. Und weiß ich nicht, ob es dann am Ende so immer herausgespielte Sachen sind, aber es ist halt Dinge, die du halt verteidigen musst. Und da haben wir ja den einen oder anderen Mal vielleicht nicht so gut verteidigt, aber wir haben zu null gespielt. Und wenn ich unsere Spiele sehe in der Saison, dann haben wir eigentlich fast in jedem Spiel waren wir die klar bessere Mannschaft und haben uns wahnsinnig viele Chancen herausgespielt und haben eigentlich aus nichts Tore bekommen. Und wenn wir die Spiele angegangen sind und haben gesagt, wir wollen zu null spielen, dann haben wir die Spiele gewonnen. Und Ihr Spieler Aslan hat auch schon gesagt, dass das so ein bisschen der Matchplan war, über die Verteidigung zu kommen, einfach da hinten die Null zu halten, um dann am Ende so eine Situation feiern zu können. Ne? Ja genau, wir haben die ganze Woche über das Defensivverhalten trainiert, wir haben offensiv fast gar nichts mit reingenommen, weil wir offensiv wissen, dass wir auch mal in Umschaltmomente reinkommen können, wir können es offensiv auch mal durchkombinieren und Chancen kreieren und Tore machen. Und wir haben es bisher geschafft, bis auf den Pokal in jedem Spiel ein Tor zu schießen. Das heißt für uns, wenn wir gut gegen den Ball arbeiten und zu null spielen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir Spiele für uns entscheiden. Ich komme nochmal zu Timo Rost. Ich habe ja auch gerade mit ein paar Spielern von Ihnen gesprochen, die zwar sehr enttäuscht sind nach diesem Spiel, aber die, glaube ich, auch selber gemerkt haben, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben und eine Form von Selbstbewusstsein trotzdem aus diesem Spiel raustragen. Wie wichtig ist das in der Situation, jetzt einfach auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Nee, haben sie auch gar keinen Grund dazu. Ja? Auch wenn das Spiel verloren ging, gebe ich Ihnen recht. Ein Spieler hat auch immer ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wie er denn auf dem Platz agiert hat. Und das war heute schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ärgert uns dieses Ergebnis brutal, vor allem wie es zustande kam. Fußball kann manchmal sehr grausam sein und heute ist so ein Tag für uns. Ja, hoffentlich ist der Fußball dann nicht ganz so grausam am nächsten Freitag, da geht's gegen Essen. Punktgleicher Tabellennachbar sozusagen. Wie doppelt wichtig ist dann dieses Spiel und vielleicht auch das Selbstbewusstsein von heute mitzunehmen? Nicht nur dieses Spiel ist wichtig. Wir müssen schauen, dass wir jetzt wirklich diese Leistungen, die wir jetzt die letzten zwei Wochen gebracht haben, ja, dass wir die in Punkte ummünzen und vor allem jetzt auch Tore machen. Nicht nur Torchancen herausspielen, sondern auch diese Tore machen und dann bin ich mir sicher, werden wir auch Siege einfahren. Ja, und noch einmal zu den Gästen, die wir da drüben noch so ein kleines bisschen feiern hören. Kann so ein Derby-Sieg heute das die Wende sein, um vielleicht die Saison in die Fahrwasser zu bekommen, wo man hin will? Ja, was das Ergebnis betrifft, vielleicht schon. Wir brauchen halt Erfolgserlebnisse. Mhm. Und die Mannschaft kommt halt aus einer langen Serie, wo sie keine Spiele gewonnen hat und ist komplett neu zusammengestellt, auch mit einem neuen Trainerteam. Und
Wenn ich dann unsere Spiele nochmal, wenn ich die sehe, die in der Meisterschaft, die wir gespielt haben, wir hätten kein einziges Spiel verlieren dürfen. Aber wir haben halt leider Spiele verloren. Und da tut es natürlich gut, wenn du Erfolgserlebnisse hast. Und die nehmen wir auf, aber wir wissen halt auch, dass wir viel besser Fußball spielen können. Und wir wissen halt auch, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Ich sage vielen Dank an Sie beide und für den einen wird der Sonntag ein bisschen besser wahrscheinlich sich anfühlen. Vielen, vielen Dank. Kommen Sie gut in die neue Drittliga-Woche. Danke.